Hallo zusammen, ich bin der Fabian von der Mountainbike Fahrtechnikschule Riding Style. Willkommen zu einem diesmal etwas anderen Video auf unserem YouTube-Kanal. Und zwar geht es nämlich heute darum, dass ich diese beiden wundervollen Propane-Bikes miteinander vergleichen möchte. Und zwar hatte ich nämlich die Möglichkeit, eben beide relativ lange auch zu fahren. Zum einen eben hier auf der Seite, rechten Seite das Eugene in 29 Zoll. Wo ich gedacht habe, wow, geil, 29 Zoll, das will ich unbedingt auch mal ausprobieren. Habe es mir natürlich direkt zugelegt, bin es auch eine Weile gefahren, aber als dann das neue Taiyi CF 2019 rauskam, da wurde so viel verbessert, was ich vorher an dem alten Taiyi, das ich übrigens schon ziemlich lange, ich glaube seit fast 5 Jahren, immer wieder gefahren bin, wurden da viele Sachen verbessert, die mir sehr gut gefallen haben. Da habe ich gedacht, wow, da muss ich das doch auch ausprobieren, habe es mir auch zugelegt und so habe ich jetzt die Möglichkeit, beide Bikes eben gut miteinander vergleichen zu können. Beide Bikes sind ganz ähnlich ausgestattet. Beide haben Fox-Fahrwerk, Newman-Laufradsatz, die SRAM 1x12 Eagle-Ausstattung, Schwalbe Single-Ply-Bereifung und damit sind sie auch beide im gleichen Gewichtssegment. 13,5 Kilo habe ich gewogen, beide mit Pedale und auch preislich liegen sie eigentlich ganz ähnlich beieinander. Aber es gibt natürlich auch ein paar ganz offensichtliche Unterschiede. Zum einen das Eugene mit 29 Zoll Bereifung, das Taiyi dagegen nur mit 27,5 Zoll Bereifung. Das Pro 10 Hinterbausystem, das normalerweise bei Propane eher hinter dem Sitzrohr liegt, ist wegen den großen Reifen beim Eugene vor das Sitzrohr gewandert. Natürlich gibt es auch einen Unterschied im Federweg. Taiyi 160 mm Federweg vorne und hinten. Mein Eugene hingegen habe ich mit 130 mm hinten und 150 mm an der Front ausgestattet. Außerdem gibt es natürlich ein paar Unterschiede in der Geometrie. Das Taiyi hat einfach etwas flacheren Lenk- und Sitzwinkel als das Eugene. Die Kettenstrebenlänge allerdings ist gleich geblieben. Wie sich die Unterschiede dann im Gelände bemerkbar machen, das seht ihr dann gleich. Beim Uphill punktet das Eugene mit den steileren Winkeln, den größeren Laufrädern und dem weniger an Federweg am Heck. So sitzt man bergauf nicht zu weit hinten. Die großen Laufräder rollen leichter über kleinere Hindernisse hinweg und man bekommt den Hinterbau kaum zum Wippen. Auf unserem lokalen Flowtrail punktet ebenfalls das Eugene. Auf glattem Untergrund bin ich mit dem Eugene, wenn auch nicht unbedingt mit mehr Spaß, aber mit etwas mehr Speed unterwegs. Hier zahlen sich große Laufräder und weniger Federweg aus. Durch Anlieger steuern sich beide Bikes übrigens ähnlich souverän, wobei das Eugene auch hier etwas schneller ist. Wenn es etwas ruppiger wird, hat das Taiyi wieder die Nase vorn. Auch bei höherer Geschwindigkeit und großen Schlägen vermittelt es mehr Sicherheit, liegt satter auf der Strecke und verzeiht mehr Fehler. Auch wenn es richtig steil wird, fühle ich mich durch den flacheren Lenkwinkel und die kleineren Laufräder auf dem Taiyi wohler. In Sachen Airtime gibt sich keines der beiden Bikes eine Blöße. Beide liegen satt in der Luft, selbst bei viel Airtime. Vielleicht verleiht das Taiyi etwas mehr Sicherheit und bietet minimal mehr Reserven, sollte doch mal etwas schief gehen. Das Eugene ist ein All-Mountain-Bike, das seine Stärken eher im Abfahrtsbereich hat. Die 29 Zoll Laufräder rollen sehr schnell, was sich in vielen Situationen im Gelände auszahlt.
Im Uphill spürt man diesen Vorteil natürlich ebenfalls. Das Thai CF ist ein Allround-Enduro-Bike, mit dem Uphill wie auch Downhill problemlos möglich sind. Mit den etwas flacheren Winkeln und dem mehr an Federweg liegt es satter auf den Strecken und kann aggressiver bewegt werden. Vor allem für den Enduro-Racer auf härteren Strecken ist das Thai vermutlich die bessere Wahl. Wie man sich schlussendlich entscheidet, ist eher eine Frage des Einsatzzweckes, der persönlichen Vorlieben und der Strecken, auf denen man vornehmlich unterwegs sein wird. Aber wie auch immer man sich entscheidet, man bekommt auf jeden Fall ein geiles Bike. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst einfach ein Like. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann abonniert einfach unseren Kanal. Ansonsten bis dann, ride on und tschüss.